Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer, liebe Kollegen. Ja, vor knapp 2 Jahren haben hier die Piraten einen Antrag zur Förderung von offenen kommunalen Sportangeboten gestellt. Wir haben darüber ganz viel debattiert. Dieser Antrag wurde abgelehnt. Ich freue mich tatsächlich, dass mit dem Projekt Kommsport zumindest einige dieser Anregungen umgesetzt worden sind, auch wenn nicht alle. Ich freue mich darüber, dass sich das auch zumindest ein bisschen im Haushalt bemerkbar macht. Und das ist auch gut so. Gleichwohl Kommsport mit Sicherheit noch optimiert und ausgebaut werden kann und hoffentlich auch wird. Ja, da kann man ruhig klatschen. Na, also unterm Strich bleibt für uns, für mich zu sagen, dass die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen, Achtung, aufpassen, nicht beratungsresistent sind. Frau Ministerin hat das erst letzte Woche im Ausschuss noch mal zum Ausdruck gebracht. Das macht mir persönlich zumindest für den Bereich Sport ein bisschen Mut. Nun legen wir heute Ihnen einen Änderungsantrag über 5 Millionen Euro, um die Inklusion im Sport voranzutreiben. Herr Kollege Bischoff, Sie haben es selbst bei der Debatte am 4. November 2014 gesagt. Sie sagten zu dem gemeinsamen Antrag, die Umsetzung des inklusiven Prozesses ist mit diesem Antrag hoffentlich ein bisschen befeuert, aber natürlich nicht abgeschlossen. Frau Kollegin Paul sagte, wir haben jetzt diese Langstrecke oder sagen wir es lieber so, Mittelstrecke geschafft, aber wir haben noch ein gutes Stück Weg vor uns. Nun, meine Damen und Herren, das sehen wir Piraten auch so. Diesen Aussagen können wir zustimmen, aber wir sagen auch, die Maßnahmen, die wir dort beschlossen haben, müssen ausfinanziert sein. Nehmen wir zum Beispiel den Kriterienkatalog. Ich denke nicht, dass, wenn wir die Piraten auf die Idee kommen sollten, da mal einen Bericht im Ausschuss anzufordern, wie weit man denn mit dem Kriterienkatalog ist, dass dann irgendein Ministeriumsmitarbeiter mal kurz googelt, Kriterienkatalog, Inklusion in Sport und uns dann irgendetwas Copy and Paste vorlegt, denn das wird einem Kriterienkatalog nicht gerecht. Denn bei der Entwicklung eines Kriterienkatalogs geht es darum, mindestens, so Experten, 50 bis 100 Sportstätten zu begehen, Kriterien zu erfassen, zu entwickeln und zu überprüfen, ob diese Kriterien auch umsetzbar sind. Das ist ein langer Prozess und es kostet Geld. Im aktuellen Haushalt ist dieses Geld nicht veranschlagt. Entweder also, der gemeinsame Antrag war ein Show-Antrag, der Kriterienkatalog war nie ernst gemeint oder das Geld wird an einer anderen Stelle im Sporthaushalt gestrichen. Auch die Weiterentwicklung der Übungsleiter- und Trainerausbildung sollten finanziell unterstützt werden. Natürlich kann man sich da jetzt auf den Standpunkt begeben und sagen, das sollen die Verbände mal machen. Ja, die sollen machen, das ist auch nicht ganz falsch, aber es geht uns doch hier allen darum, gemeinsam die Weiterentwicklung der Inklusion im Sport voranzutreiben. Dazu gehört auch, dass das Land seinen Beitrag leistet und Projekte anstößt und finanziert, die einen innovativen Ansatz bei der Ausbildung von inklusiven Übungsleitern haben. Oder sehen Sie das anders? Herr Bischoff, Sie sagten gerade eben, auch gerichtet an die Opposition, wir sollen über unseren Schatten springen und dem Sporthaushalt zustimmen. Ich mache Ihnen mal einen Deal. Wir Piraten, und ich denke, da habe ich meine Fraktion im Rücken, springen über unseren Schatten und stimmen Ihren Sporthaushalt zu. Dafür springen Sie über Ihren Schatten und stimmen unserem Änderungsantrag über die 5 Millionen Inklusion Sport zu. Wie sieht's aus? Herr Bischoff, Frau Paul, ja oder nein? Herr Bischoff, Kopfnicken oder? Nee, nicht so. Okay. Na, man sieht es, leider sind die Anzeichen nicht so gut. Ich hoffe trotzdem, dass wir Sie mit diesem Änderungsantrag so ein bisschen zum Nachdenken gebracht haben, denn diese Maßnahmen sind wirklich wichtig und sollten umgesetzt werden. Man sollte sich nicht darauf zurückziehen und daraus einen Schauantrag machen. Dazu ist die Sache viel zu wichtig. Zeigen Sie uns bitte auch in Zukunft, dass Sie nicht beratungsresistent sind. Werden Sie der gesellschaftlichen Verantwortung
auch für ein individuelles und inklusives Sporttreiben gerecht. Und stimmen Sie vielleicht beim nächsten Mal unserem Antrag zu. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Lamm.